Entführungsversuche, Affären, Mafiosi und ein Sextape. Klingt wie eine schlechte Netflix-Serie, ist aber die Story der BMW-Erbin Susanne Quandt. Wir schreiben das Jahr 1978. Eine Gruppe von 14 Leuten, die gerade auf Freigang aus dem örtlichen Gefängnis sind, planen, Susanne und ihren Bruder zu entführen. Sie wollen 8 Millionen Pfund Lösegeld erpressen. Aber in letzter Minute kommt die Polizei dazwischen und durchkreuzt ihren Plan. Angeblich durch einen Tipp aus der Unterwelt. Im Sommer 2007 kommt es aber nochmal um einiges krasser. Susanne hat mittlerweile einen Mann, Jan Klatten. Deswegen heißt sie auch Susanne Klatten, so wie wir sie heute kennen. Schön zu entspannen, checkt sie in ein Wellnesshotel namens Lanzerhof in Tirol ein. Und Gleichgewicht findet sie in Helg Skarbi, ein Gigolo par excellence. Die beiden plaudern. Sie treffen sich immer wieder und er wird ihr Lover. Klatten ahnt nicht, dass er sie auf Video aufnimmt. Aber die Aufnahmen landen nicht direkt auf OnlyFans. Stattdessen behauptet Helg erstmal, dass er von einem Mafioso bedroht wird. Also hilft Susanne ihrem Lover natürlich. Mit 7,5 Millionen Euro. Helg schickt noch einen Drohbrief und fordert noch ein paar Millionen mehr. Das geht dann doch etwas zu weit. Helg Skarbi landet im Knast. Aber Susannes Image ist angekratzt, denn